Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf diesem Kanal. Ja, heute sind wir bei der Tutorial-Reihe Nummer 3 angelangt. Es gab jetzt eine etwas längere Pause. Jetzt sind aber meine Ferien angebrochen und ich denke, jetzt beginnen wir mal mit einem Tutorial. Wir hatten zuletzt hier mit den Test-Comments rumgebastelt und mit den Tutorial-Comments. Und ich möchte jetzt heute gerne mit euch einen PM-Comment machen, wie zum Beispiel /MSG, wie es von, Essentials kennt oder /PM von meinem Basics Plus, was ich da entwickelt habe. Das Ganze ist gar nicht so kompliziert. Dafür fragen wir als erstes ab if cmd.getName point equals ignore case und da schreiben wir jetzt in diesem Fall PM rein. Wir möchten uns einen Comment haben, der PM heißt. Ihr könnt ihn auch anders nennen, von mir aus mehr MSG, das ist ja egal. So, jetzt fragen wir ab if dann haben wir ein args.length größer gleich 2. Hier haben wir 1. Damit fragen wir noch ab, ob es ein Argument gibt. Wir brauchen aber mindestens 2 Argumente, weil wir ja schließlich eine Message senden wollen und einen Spieler angeben wollen. Deswegen if args.length größer gleich 2. Dann string playername gleich, in diesem Fall args in der Klammern 0. Damit getten wir halt jetzt den Player-Name. Dann fragen wir ab if in Klammern bucket.get player exact und dann in diesem Fall Player-Name nicht gleich null. Damit fragen wir ab, ob der Spieler auf dem Server ist, also bucket.get player exact über den Spielernamen. Und wenn es nicht null ausgibt, ist der Spieler online und deswegen können wir dann hier weiterarbeiten. Ansonsten können wir eine Nachricht senden mit, das machen wir so mal ein bisschen schöner. Wir machen, nennen es auch Tutorial-Dings. Dafür machen wir uns einen String. Public Static String. Den nennen wir Name. Das ist jetzt sozusagen unser Präfix, den wir vor allem noch vorsetzen. Wir können ihn auch Präfix nennen. Präfix ist vielleicht besser. Präfix. Und da kommt jetzt rein Paragraph 7, Paragraph C, Tutorial, Paragraph 7, und die Message kommt dann in Paragraph 6. Hier können wir noch Paragraph 8 vorsetzen und dann machen wir uns ein schönes Zeichen hin. Dafür machen wir einfach ganz nett Google auf, geben hier einmal geben Sonderzeichen ein, so. Dann kommt hier Weblog Deluxe, da könnt ihr auch einfach raufgehen. Und hier findet ihr diese Zeichen, also falls ihr Sonderzeichen nutzen wollt. Und dann nehmen wir uns mal das raus und packen das hier zwischen. So. Und jetzt haben wir sozusagen unseren Präfix. Und jetzt machen wir dann einfach p.sendMessage Präfix plus und dann schreiben wir dazu, in diesem Fall des Spielers, können wir F und C nehmen, sonst ist es ja Gold. Sonst machen wir 7 raus. Aber in diesem Fall ist er ja offline. Der Spieler, dann machen wir Paragraph 7 plus Player Name plus HFC ist offline. Punkt. Oder ist offline, dann brauchen wir hier nichts. Wir können Ausrufezeichen machen. Hier müssen wir auch noch eine Argumentenlänge einen Fehler machen. Da können wir es so machen, da ist ja der Spielername auch noch nicht drin, wie ihr seht. Und hier schreiben wir einfach hin, zu wenig Argumente, Versuche, Paragraph 7, und dann machen wir jetzt den Comment dahinter. Das ist ja /PM, Player, dann Message. So, und damit haben wir jetzt das Ganze. Jetzt geht es hier an das Eingemachte, sag ich mal so. Es geht nämlich jetzt darum, dass wir in diesem Fall unseren ganzen Kram zusammensuchen. Die ganzen Messages. Dafür machen wir uns eine Methode, machen wir ein int i gleich, das erste Argument für ist 1, i gleich 1. Dann while i kleiner denn args.length, also solange er kleiner als die Argumentenlänge ist, oder kleiner gleich muss ich machen, oh ne, kleiner,
Weil die Argumentenlänge ist ja immer ein höher als unsere args. Und deswegen, solange er kleiner ist, machen wir hier uns einen String vor. String message. String msg. Da ist am Anfang noch leer. Und dann machen wir einfach msg gleich msg plus dann args in echten Klammern i plus und dann zwei Anführungszeichen für die Leertaste. So. Und so wird es immer wieder geedit und dann haben wir am Ende eine schöne Message. So, und damit haben wir unsere Message zusammengesammelt und dann können wir es einfach so machen, p.sendMessage senden wir jetzt, ja. Ne, wir machen das so, Paragraph 7, du, und dann Paragraph 6, da können wir wieder ein schönes Sonderzeichen nutzen. Du zu und dann Paragraph 7 plus und dann in diesem Fall können wir einfach nur ja, ich glaube, ich mach doof. wir müssen eh noch einen Player haben, Player Target. Und das ist gleich, können wir hier das kopieren, Bucket Player Exec und dann Player Name. So, den brauchen wir nämlich gleich noch und deswegen können wir hier einfach t.target.getName machen. Dann haben wir nämlich gleich den richtigen Spielernamen, falls wir uns vorher vertippt haben und das ein bisschen unschön ist. So, und dann haben wir jetzt den Spieler da drin. Du zu bla bla. Und dann machen wir die Message, die machen wir jetzt in Paragraph 8, damit die so ein bisschen abgesetzt ist. Plus msg. So, und jetzt wollen wir gleich hier auch noch den Target senden. Deswegen kommt hier vorne Target. Und dann kommt dahin, muss das hier raus, so. Hier kommt dann dir hin, ja, zu dir. Und dann kommt nicht du zu dir, sondern p.getName. So, und damit wird die Message versendet. Was genau tun wir jetzt? Das habe ich ja eigentlich fast schon die ganze Zeit erklärt, aber trotzdem erkläre ich es nochmal. Wir fragen als erstes die Argumentenlänge ab. Wenn sie zu kurz ist, melden wir den Fehler. Dann nehmen wir halt den Player Name. Fragen ab, ob der Player online ist. Wenn nicht, melden wir offline. Ansonsten sammeln wir uns aus unseren restlichen Argumenten unsere Message zusammen. Holen uns den Player Target über den Player Name, der vorher eingegeben worden ist. Und senden eine Message an den Spieler selbst, der die von der Message versendet hat und Target. Ja. Und das ist jetzt PM. So, jetzt müssen wir das eigentlich, können wir es schon mal zwischenspeichern. Falsch. So. Jetzt können wir es hier drin bearbeiten. Und hier können wir jetzt einmal den PM-Kommentar einfügen. PM. Das ist ein Test-Comment. Das nennen wir, dies ist ein PM-Comment. Okay, also irgendwie werde ich immer kreativer mit meinen Bezeichnungen. So, jetzt speichern wir es ab und dann können wir, da die Version können wir immer auf 1.1 ändern. Auch Spaß. Exportieren wir das Ganze. Tutorial. Das browsen wir mal eben direkt in den Testserver. Der ist hier und aber da unten ist Testserver. Testserver. Plugins. Speichern. Finish. So. Jetzt hole ich mir mal den Testserver her. Den seht ihr hier. Den starten wir mit 8 GB. Nebenbei starten wir mal Minecraft. So, also hallo, ich bin das Tutorial-Plugin, alles einwandfrei geladen, wir haben alles scheinbar richtig gemacht bis jetzt. Jetzt gucken wir gleich, ob auch die Message gesendet wird. So, dafür nehmen wir uns jetzt zwei Spieler. Da nehme ich jetzt mal den Spieler. So, perfekt. So, da gehen wir einmal auf unseren Testserver. Da oben ist der. So. Und Wir laden. Oh, und wir sind da. Okay. Das ist aber ein bisschen viel zu tun. Mein Rechner hat gerade viel zu tun mit einer Aufnahme plus einem Server, den er generieren muss. Ja, spaßig. Machen wir es ganz einfach. Wir machen jetzt einmal slash PM. Zu wenig Argumente. Versuche PM Player Message. PM Integer Phoenix. Hallo. Ich bin toll. Der Spieler Integer Phoenix ist offline. So.
Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Wir joinen den Server. Yay. Und wir senden ihm eine Nachricht. Und die Nachricht kommt nicht an. Warum nicht? Ein Fehler. Pam, Integer Phoenix, hallo, ich bin toll. Wo liegt der Fehler? Okay. Kann mir mal einer erklären, warum das jetzt nicht funktioniert? Oh, ja, klar. Damit hat sich das Ganze schon, das ist eine Endlosschleife. Ihr seht es, ich habe vergessen, ein i++ hinzuzufügen. Logisch, weil i, ne? Wir gehen ja immer wieder durch und solange, fehlt die ganze Zeit das gleiche Wort. Das heißt, unser Server wird ganz schön überlastet und deswegen rechnet mein Prozessor, mein Rechner auch so langsam. Dann mache ich einen Reload. Ein Reload geht schon gar nicht mehr. Passiert. Firm ist neu aus. Müssen wir gleich mal neu connecten. Ja, Timeout, das gibt auch Sinn. Connecten wir aber mit dem. Und connecten wir aber mit dem. So, mit da rein, da. Jetzt nenne ich nochmal die PM. Und du zu Institut Phoenix, hallo, ich bin toll. Und Institut Phoenix 18 zu dir, hallo, ich bin toll. Ja. Jetzt kann ich auch eine Message an Phoenix 18 machen, zum Beispiel PM Phoenix 18. Hallo, du willst Bolt. Und die Nachricht kommt auch an. Ihr könnt das hier noch alles verschönern. Das ist jetzt nur ein Vorschlag. Und da sieht man es auch, es funktioniert einwandfrei. Ja, und ich denke, damit haben wir wieder mal eine Tutorial-Reihe oder einen neuen Comment gelernt. Ich möchte jetzt hiermit auch die Comments abschließen. Ich denke, der PM-Comment ist schon einer der etwas schwereren Comments und ich denke, es sollte grob verständlich sein, was der PM-Comment jetzt gebracht hat. Und im nächsten Tutorial möchte ich mich dann jetzt etwas genauer mit den Grundlagen befassen, also mit den Comment-Executoren. Das ist eine Erweiterung der Comments. Die möchte ich jetzt schon direkt einbringen, damit ich das in den nächsten Tutorial schöner machen kann. Das ist dann das nächste Tutorial und danach werde ich dann auf Events eingehen und ich wünsche euch dann weiterhin viel Spaß mit der Tutorial-Serie. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.